So, liebe James-Bond-Fans und all diejenigen unter euch, die noch James-Bond-Fans werden wollen. Heute sprechen wir mal über die verrücktesten, haarsträubendsten, unrealistischsten und abgedrehten Handlungen von den James-Bond-Filmen. Handlungen mit absolut unrealistischen und niemals in der Realität zu verwirklichenden Plänen der Bösewichte bei James Bond. Was ist denn da teilweise los? Ja, diese Adjektive passen absolut auf diese Pläne und Handlungen bei diesen vier James Bond-Filmen. Abgedreht, verrückt, haarsträubend und unrealistisch. Und gerade deswegen finde ich sie so geil und sie passen so gut zu James Bond. Trotzdem werde ich diese Pläne und diese Handlungen dieser vier James Bond-Filme mal ein bisschen auf Realismus hinchecken, Leute. Gleich geht's los nach dem Intro. Dem Zeug. Es muss gehen, es muss funktionieren. Ihr müsst wach bleiben für das heutige Video. Aber ich kann mir gut vorstellen, das werdet ihr auch bleiben. Ich sage hallo und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi. Mein Kaffee für das heutige Video habt ihr bereits gesehen. Ich bin Sashi und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Leute, heute geht es mal wieder um unser aller Lieblingsagent James Bond 007 mit der Lizenz zum Töten. Allerdings auch mit der Lizenz für ziemlich haarsträubende, verrückte, unrealistische und abgedrehte Handlungen. Ja, davon gibt es nämlich tatsächlich einige Filme bei James Bond und heute möchte ich mal über die abgedrehtesten Handlungen bei James Bond sprechen und das sind für mich an der Anzahl 4. Ja, die heutige Generation von Jugendlichen würde wahrscheinlich sagen, was für Handlung. Absolut creepy, weird und cringe. Fangt endlich an, es cool zu finden, ja? Das hat nichts mit cringe zu tun. Es ist cool, Leute. Und solche Handlungen würde ich mir heute hin und wieder bei James Bond tatsächlich auch mal wünschen. Ich werde aber auch gleichzeitig so ein bisschen diese Pläne und Handlungen der Bösewichte und der James-Bond-Filme auf den Realismus prüfen. Mensch, wie würde denn das überhaupt in der Realität aussehen und überhaupt funktionieren? Und am Ende des Videos bin ich natürlich gespannt auf eure Kommentare hier unter. Ich kann mir vorstellen, es ist wieder ein diskussionswertes Thema für alle James-Bond-Fans. So Leute, erster Schluck Kaffee. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein Getränk an die Seite gestellt, nur ihr müsstet es jetzt nicht hier einführen in den Mund, sondern wahrscheinlich eher in das Ohr. Ich muss nämlich meinen Mund benetzen und ihr eure Ohren, damit ihr meine Stimme vertragen könnt. Ich weiß, das schmerzt manchmal, selbst mich. Ja. Fangen wir an. Auf Platz 4 der haarsträubendsten und abgedrehtesten Handlungen bei James Bond befindet sich die Handlung von Goldfinger von 1964. Und es ist kein Wunder, dass dieser Film so ein Erfolg geworden ist bei dieser abgedrehten Handlung. Ich meine, die Erstlinge bei James Bond, Dr. No und auch vor allen Dingen Liebesgrüße aus Moskau waren ja noch sehr, sehr realistisch irgendwie. Und dann kam man mit Goldfinger um die Ecke und was hat der Bösewicht bitte sehr vor? Er will die Goldreserven von Fort Knox, der größten Bank in Amerika, atomar verstrahlen, damit sein Gold im Werte steigt. Ja, also erstmal überhaupt von den Gedankenwindungen von Goldfinger aus gesehen, muss ich sagen, ich meine, der Mann, der hat doch sowieso schon alles. Der hat alles, der hat riesige Konzerne, alle Autos, die er will, kriegt jede Frau, die er will. Hat er vielleicht einen kleinen Pippi-Mann? Oder warum will er das machen? Keine Ahnung. Ich meine, wieso will er denn diese Millionen und Milliarden, die er hat, noch weiter im Wert steigern? Keine Ahnung. Er ist halt ein Psychopath. Wahrscheinlich ist es damit begründet irgendwie. Auf der anderen Seite muss man allerdings sich auch fragen, wie er das dann da tatsächlich in die Tat umsetzen will. Ich meine, er fährt dann dahin, er schläfert sämtliche Militärs, die rund um Fort Knox sind, ein. Eigentlich wollte er sie ja sogar töten, bricht dann da ein und will das dann verstrahlen. Ja, und dann, Mr. Goldfinger, haben sie denn irgendwie weitergedacht, ja? Dann ist es da zu einer Explosion gekommen, zu einer nuklearen. Sie haben ungefähr 40.000 Leute da umgebracht. Wie wäre es denn dann weitergegangen für sie? Also mir will nicht in den Kopf wie Goldfinger. Ich meine, dann steigt sein Gold im Wert und dann? Glaubt Goldfinger nicht irgendwie, dass man ihm auf die Schliche kommt, dass er dahinter steckt? Ich meine, er hinterlässt ja genug Spuren irgendwie. Ja, die Weltgemeinschaft wird schon drauf kommen, wer dahinter steckt.
und wessen Gold dann im Wert steigt. Also, ich bin ganz ehrlich, vom Plan her natürlich genial, das sagt James Bond ja auch in einer Szene auf der Veranda von Goldfingers Ranch in Amerika, dass er sagt, genial, Goldfinger, einfach genial. Ja, aber wie geht's denn dann weiter? Er ist dann zwar der reichste Mensch dieser Erde, kann aber mit seinem Reichtum nicht allzu viel anfangen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass selbst im Jahr 1964 ihm die Ermittlungsbehörden sämtlicher Länder recht schnell auf die Fersen gekommen wären. Ich meine, heutzutage werden sogar Bankräuber und Leute, die Geldtransporter überfallen, innerhalb von wenigen Tagen aufgeklaubt. Und der denkt, er kann in Fort Knox einbrechen, eine Bombe zünden, eine nukleare und abhauen und vorher da ein paar Leute vergiften, ein paar hunderttausend. Geht's noch? Keine Ahnung. Aber von der Story her natürlich absolut abgedreht, ja. So ein Plan irgendwie, den in die Tat umzusetzen mit den ganzen Schauwerten dieses Films, ja. Völlig abgehoben, natürlich bringt diese Handlung diesen Film zum Laufen und macht ihn tatsächlich auch spannend. Je näher wir an das Ergebnis kommen, was Goldfinger überhaupt vorhat, das finden wir in dem Film tatsächlich auch erst nach und nach raus, genauso wie Sean Connery als James Bond. Und natürlich sind wir dann auch geflasht. Ein genialer Plan, aber wir haben es nie in die Realität umgesetzt, was das eigentlich bedeutet. Im Grunde würde das bedeuten, irgendwann kommt man ihm auf die Schliche, er wird eingebuchtet und hingerichtet. Da bringt ihm sein ganzer Reichtum nichts. Es sei denn, er hat noch so einige Geliebte irgendwo, ist 26-fach verheiratet, denen er das Geld irgendwie vermachen kann. Oder er erbt das, sollte das alles Oddjob erben? Keine Ahnung. Ja. Kommen wir zu Platz 3 der abgedrehtesten Handlungen und Pläne der Bösewichte mit den damit verbundenen Unterschlüpfen und Rückzugsorten der Bösewichte. Man lebt nur zweimal, 1967, und hier hat man noch einen draufgesetzt. Was für eine Handlung! Blofeld, das Verbrechergehirn, das Obergehirn über Spectre sozusagen, gibt sich jetzt nicht mehr damit zufrieden wie noch im Vorgänger Feuerball und sitzt irgendwo in so einem Gebäude in Paris in einem Hinterraum. Nein, mittlerweile hat er einen Vulkan ausgehöhlt oder aushöhlen lassen. Der Plan ist, dass in diesem Vulkan eine Rakete von ihm stationiert ist, die immer wieder ins All hochfliegt und Raumkapseln von Russland und Amerika nach und nach klaut und dann in diesen Vulkan zurückfliegt. Die Amerikaner beschuldigen jetzt die Russen und die Russen beschuldigen die Amerikaner. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Es ist weiterhin so. Ja, vielleicht sollte man sich mal an den Tisch setzen, vernünftig Kaffee trinken, ja, ein bisschen Gebäck reichen und dann funktioniert das auch mit diesem ganzen Kindergartenkram, ja. Tatsächlich ist es so, die beschuldigen sich dann und wir stehen nah an der Schwelle zu einem dritten Weltkrieg, weil diese Mächte natürlich nichts von einer dritten Macht wissen, nämlich Spectre. Denn die haben sich ja verschanzt in einem Vulkan in Japan und James Bond kommt Blofeld und Spectre nun auf die Schliche und findet auch raus, dass Blofeld jetzt in einem Vulkan wohnt. Eins der normalsten Rückzugsorte, die es jemals gab in der Filmgeschichte, ein Vulkan, ja. Wohnungsproblem gelöst, würde ich sagen. Hüllt einfach ein paar Vulkane aus, legt die trocken und dann ist da Platz für circa, oh, ich würde sagen, 20.000 zwei- oder drei Zimmerwohnungen. Wenn nicht noch mehr, ja, Leute. Also, ich fasse nochmal zusammen. Blofeld hat ein Vulkan trockenlegen in Japan lassen? Wie hat er das gemacht? Wo hat er erstmal das ganze Personal davon für herbekommen? Woher? Wie hat er die angeheuert? Über eine Kleinanzeige bei eBay? Oder wie? Suche circa 20.000 Leute, die mit mir zusammen einen Vulkan trockenlegen und dann ausbauen. Hört sich die Anzeige so an. Wie hat er diese hunderten, tausende Leute gefunden, die das mit ihm machen? Einen Vulkan trockenlegen. Dann diesen Vulkan ausbauen, auskleiden mit Zement. Dann da drin alles verkabeln, elektrisch machen, ja, eine Raketenabschussrampe einbauen, eine funktionierende Einschienbahn, die durch das ganze Geflecht dieses Vulkans fährt, einen Kontrollraum einrichten, der auch noch verbunden ist mit dem Weltall und den Kapseln da oben. Und das Ganze mitten in Japan, unbemerkt, wohlgemerkt. Die Regierung in Japan kriegt nichts mit, wie Blofeld diesen Vulkan bearbeitet, mit Tausenden, Hunderttausend Leuten.
dass da permanent irgendwie fremdes Material hochgebracht werden muss zu diesem Vulkan, wenn da Arbeiten stattfinden. Ich meine, heutzutage eine Baustelle in Hamburg, wo ein Hochhaus gebaut wird, sieht aus wie ein Trümmerfeld. Ich möchte gar nicht wissen, wie das in Japan aussah, als Blofeld diesen Vulkan ausgebaut hat. Wie hat er das denn gemacht? Das sind, selbst als Bond das entdeckt und da hochgeht, sind da überhaupt keine Spuren zu sehen, keine Bauarbeiterspuren, nichts. Und er hat auch noch einen Deckel, einen elektrisch einfahrbaren, auf diesen Vulkan raufgesetzt, der sich praktisch schließen und öffnen lässt, damit diese Rakete daraus fliegt. Wie geht das? Vor allen Dingen, was war das bitte sehr für eine Regierung da in Japan? Waren die alle im Dauerschlaf? Waren die noch von irgendeinem Gift von Goldfinger betäubt? Ist der so weit geflogen? Keine Ahnung, wie soll das funktionieren in der Realität? Ja, das kann nicht funktionieren. Auch das ganze Personal, ich frage mich dann immer so, wenn da jemand einzieht in einen Vulkan, einzieht, wirklich, mit Hunderten und Tausenden Personal, frage ich mich immer, was für Leute sind denn das, die da bei dem mitarbeiten? Die vor allen Dingen wissen, mein Boss will jetzt den dritten Weltkrieg außerhalb dieses Vulkans anzetteln. Keine Ahnung. Wer meldet sich da freiwillig? Ich meine, zahlt Blofeld so viel Geld? Keine Ahnung. Natürlich, absolut abgehoben diese Handlung, absolut unrealistisch, aber was für Schauwerte. Ganz ehrlich, ein Vulkan als Unterschlupf bei James Bond. Natürlich dürfen wir bei James Bond, vor allen Dingen in gewissen Bond-Filmen, die ich euch heute hier nenne, nicht danach fragen, wie das in der Realität aussehen würde. Aber ich mache es trotzdem heute mal, weil es so viel Spaß macht. Aber es ist einfach grandios, diese Schauwerte, als ich diesen Vulkan das erste Mal als Kind gesehen habe im Fernsehen. Wahnsinn, mit dieser Einschienenbahn, der Rakete und dann die große Endschlacht mit den ganzen Ninjas, dem Piranha-Becken. Unfassbar, unfassbar. Wirklich ganz, ganz großartig, spannend. Und das würde ich mir mal wieder bei modernen Bond-Filmen wünschen. So eine Handlung, völlig abgehoben, wo wir denken, wie hat denn der das jetzt gemacht, ja? Und gleichzeitig auch sagen, geil, das ist so typisch James Bond. Nicht so realistisch. Es gibt so viel realistische Actionhelden heutzutage. James Bond muss sich mal wieder abheben. Und das geht halt nur, glaube ich, über diese fantastische und abgedrehte Handlung, ja? Die Bond früher oft hatte. Und damit sind wir schon bei Platz 2 der abgedrehtesten Handlungen bei James Bond. Der Spion, der mich liebte, 1977. Im Grunde wird hier die Handlung aus, man lebt nur zweimal komplett wiederholt. Nur ohne Vulkan und ohne Blofeld. Der Bösewicht heißt jetzt Karl Stromberg und wird gespielt von Kurt Jürgens. Und der Unterschlupf ist jetzt eine Unterwasserstadt. Riesengroß, wie eine Kleinstadt. Ja, wenn ihr eine Kleinstadt bei euch habt, irgendwo in der Nähe mit 40.000, 50.000 Einwohnern, so groß ist diese Stadt und die kann auch aus dem Meer auftauchen. Ist riesengroß, sieht so schwarz aus wie so eine Spinne. Hubschrauber, Landeplatz, alles dabei. Und auch unter Wasser irgendwie sind dann noch irgendwie so kleine Häuschen und Dörfchen, wenn Bond dahin fährt mit seinem Lotus und sich das anguckt. Und er hat auch noch einen Tanker, also so ein Schiff, ja, wo vorne der Bug sich so aufklappen lässt, was dann keine Raumkapseln schluckt, sondern jetzt ins Atom-U-Boote. Also nicht wie bei Blofeld, dass der ins Weltall dafür fliegen muss, sondern Stromberg bleibt einfach auf der Erde und schluckt Atom-U-Boote, klaut sich dann die Atombomben da irgendwie raus und will dann praktisch, dass die beiden Boote dann da zwei Städte zerstören. Einmal eine westliche Stadt, einmal eine östliche Stadt. Wie immer, die chinschen sich dann gegenseitig irgendwie die Schuld zu und dann gibt's den nuklearen Krieg und dann will Stromberg eine neue Welt erschaffen von unter dem Meeresboden oder auf dem Meeresboden oder wo auch immer. Ich weiß nicht, ob ihm nicht bewusst ist, dass nach einem dritten Weltkrieg nichts mehr existiert da oben. Da wird es einen nuklearen Winter geben und dann ist die Sonne für mehrere tausend Jahre verdunkelt. Kein Lebewesen wird das überleben können. Nein, auch nicht die von Stromberg so heiß geliebten Fische. Ja? Da kannst du schon mal, ja, das ist vollkommener Unsinn, dein Plan. Ja, er ist natürlich absolut genial. Er ist die dritte Macht, so wie in Man lebt nur zweimal wieder, der hier die beiden Großmächte gegeneinander ausspielt. Die löschen sich dann aus und Stromberg ist dann der Herrscher über die Erde. Der Herrscher unter Meer, Mr. Nemo. Ja, findet Nemo. Findet Stromberg. So. Aber auch wieder nicht zu Ende gedacht, dieser Plan. Was denkt er denn? Es wird ja nicht bei diesen zwei Atombomben bleiben, die da von den U-Booten einmal darüber fliegen, einmal darüber fliegen. Denn dann werden die wieder Vergeltung üben und 10 rüberschicken und die nochmal 10. Und dann sind wir bei 100 und nochmal 100.
Und irgendwann ist Ende auf dieser gesamten Welt. Da wird Stromberg nicht mehr viel fischen können unter dem Meer, wo er so gerne lebt. So, und dann sind wir auch wieder da. Es wird dann ja tatsächlich auch erklärt, dass er so ein Unterwassermeeresbiologikum da hat, ja, so ein wie heißt denn das? So ein Labor da halt, wo Bond hinfährt. Das ist vollkommen legal auch irgendwie. Bond fährt dann da ja mit Anya Amasova in diesem Boot hin, auf diese Spinne zu, auf diese Unterwasserstadt, die dann später ja mal taucht und wieder auftaucht und abtaucht. Das ist alles normal. Das hat Stromberg einfach so genehmigt gekriegt. Ja, der ist da hingegangen, hat gesagt, ich brauche mal ein paar Quadratkilometer unter Wasser. Ich möchte gerne den Meeresboden, der mir eigentlich so lieb ist, ein bisschen verschandeln, indem ich da eine Unterwasserstadt hinbaue, die sich auch noch elektrisch oder wahrscheinlich auch noch benzinbetrieben auf- und abrichten kann. Also so ganz will mir Strombergs Plan nicht in den Schädel, gerade weil er ja eigentlich nur das Beste will. Ja, irgendwie unter dem Meer leben oder ab und zu mal auftauchen und ein paar Fische fangen. Nur wie gesagt, nach so einem Krieg kannst du auch das Meer knicken, Stromberg. Da hast du nicht weitergedacht. Ja, tut mir leid. Aber ich habe auch das Gefühl, vielleicht hat Stromberg ja auch noch eine Vorrichtung irgendwie, die so aus dem Meer raufschießt, wenn irgendwelche Atombomben übers Meer fliegen, dass dann irgendwie so ein Riesennetz rausschießt und die aufhängt und dann runter irgendwie ins Meer zieht und da werden daraus Gänseblümchen auf dem Meeresboden irgendwie. Stromberg, das ist schon so ein kleiner Naturfetischist, ne? Der findet das schon gut. Was für eine abgedrehte Story. Aber einer der besten James-Bond-Filme aller Zeiten. Genau aufgrund dieser Story, ja, weil sie auch spannend ist, wieder verbunden mit einem Countdown, mit einem der besten Finals in der Bond-Geschichte, mit ausgefallenen Ideen dabei und Roger Moore, der teilweise tatsächlich noch ernst agiert hier. Wirklich einer der besten Bond-Filme und natürlich eine völlig unrealistische Story, aber gerade deswegen umso besser. Und jetzt kommen wir zur abgehobensten Story bei James Bond, wortwörtlich. Moonraker, 1979, 2 Jahre später. Tatsächlich kommt es mir so ein bisschen so vor, als wäre Hugo Drax, der Bösewicht in Moonraker, der Cousin von Karl Stromberg. Ja, Stromberg war so der Heini auf dem Meeresgrund und Drax hat gesagt, ey, ich will nicht mit dir spielen gehen, ich gehe nicht mit dir spielen, ich will lieber nach oben. Ins Weltall. Story ist fast gleich. Die Menschheit soll vernichtet werden, dieses Mal allerdings nicht mit Hilfe der USA und Russland. Ja, die kriegen das auch alleine hin. Da muss keine dritte Macht bei sein, sondern dieses Mal will Hugo Drax mit einem Nervengift, gewonnen aus irgendwelchen Pflanzen, sogenannte Todesgloben, die so riesig sind und da drin ist das Gift, auf die Erde schießen und dort die Menschheit vernichten. Setzt natürlich voraus, dass er nicht auf der Erde ist. Ist er auch nicht, für alle, die den Film Moonraker noch nie gesehen haben, denn er hat heimlich eine Raumstation gebaut, die ungefähr 100 Mal größer ist als die Raumstation, die es ja heute gibt. Wie heißt die? ISS oder wie heißt das Ding da oben? Ja, also wirklich. Und das 1979. Ja, gut. Hugo Drax, der baut mal eben so eine Raumstation, irgendwelche Space Shuttles, der erfindet irgendwelche Pläne, wie er die Menschheit vernichten kann. Er hat auch so ein paar Dussel gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt über Tinder gelaufen ist oder sonst wo. Ein paar Dussel gefunden, die sich dann fortpflanzen wollen, damit sie eine neue Zivilisation auf der Erde gründen können. Mit Drax als Oberguru. Die sollen sich da oben paaren. Das sind so 20 Pärchen. Die werden dann mit einem Space Shuttle hochgebracht und werden die Schlacht wahrscheinlich da draußen toben, machen die gerade die neue Menschheit gründen. Ein genialer Plan. Also genialer zumindest als Stromberg und Blofeld. Weil die haben immer auf Nuklear gesetzt und Hugo Drax macht das mit Art Pflanzengift. Das wahrscheinlich irgendwann verfliegt, nachdem die ganzen Menschen da unten auf der Erde tot sind. Und dann kann er da wieder runterfliegen und mit seinen Leuten eine neue Menschheit gründen. Das dauert natürlich ein bisschen. Er hat nur 20 Pärchen mitgenommen. Ich meine, es wird Jahrhunderte dauern, bis die Erde wieder bevölkert ist. Keine Ahnung, wie er das machen will. Aber überhaupt, auf diesen Plan zu kommen, ja, ich stelle mir jetzt mal vor, wie kommen die auf ihre Pläne? Wahrscheinlich saßen die da irgendwie bei ihrem Gurkensandwich und ihrem 5-Uhr-Tee, keine Ahnung, was Drax da alles faselt in dem Film, und haben gesagt, ja, Shang, ja, ich habe einen Plan, und zwar möchte ich gerne eine Raumstation bauen, da oben im Weltall. Anschließend werde ich da 50 Killergloben hochbringen mit einem Nervengas, werde die auf die Erde zurückschicken, sodass die gesamte Menschheit stirbt
Und dann werde ich mit Hilfe von 20 Pärchen eine neue Rasse züchten. Ich bin der Oberguru. Ich gehe dann wieder zurück. Was hältst du davon, Chang? Chang. Also ich denke mal so, Chang, der kann ja nicht mal lächeln. Ich glaube, das war der Moment, wo er sich totgelacht hat. Wo er das so viel gelacht hat, dass es nicht mehr ging. Ja, da hat er sein Lachen verkauft, verschenkt an Hugo Drax. Und deswegen konnte er hinterher nicht mehr lachen. Er hat sich krumm gelacht, er hat sich den Bauch schmerzhaft gelacht, weil er diesen Plan so bescheuert fand. So, dann geht's los. Hugo Drax, wie hast du das angefangen? Wie hast du denn jetzt die Konstrukteure gefunden? Wie hast du Mitarbeiter gefunden, die diese Raumstation da oben bauen? Und zum Teufel, wie hast du es eigentlich hingekriegt, dass das alles unbemerkt gelaufen ist? Tatsächlich wird ja im Film gesagt, es gibt dieses Störsystem, Radarstörsystem, so dass man diese Raumstation da oben nicht sieht. Das erklärt, warum man die Raumstation nicht sieht, aber es erklärt nicht, warum niemals von irgendwelchen Teleskopen oder irgendwelchen Stationen, offiziellen Staaten wahrgenommen wurde, dass hunderte von Space Shuttles permanent zur Erde und runtergeflogen sind und hoch und runter und hoch und runter Material da hochgebracht haben mit unglaublich vielen Mitarbeitern und diese Raumstation gebaut wurde. Erklärt es nicht. Was für ein Aufwand. Und wie viele Milliarden sind dafür eigentlich nötig? Ich meine, der Mann ist schwer reich, der hat ein Schloss, der hat mehrere Laboratorien, der hat hier Firmen, da Firmen, dies, das, jenes. Aber für den Bau einer Raumstation und eigene Space Shuttles und eigene Hangars und was weiß ich nicht alles. Und auch hier frage ich mich wieder, was sind das eigentlich für Leute, die ihm da folgen? Ich meine, da in Venedig im Labor, die sahen aus wie ganz normale Wissenschaftler und die arbeiten dann für ihn und stellen dieses Gift her. Ja, das ist für die völlig normal, dass sie jetzt ein Gift aus einer Pflanze da gewinnen, womit jetzt die gesamte Menschheit auf dem Erdplaneten im nächsten Jahr ausgerottet werden soll. Ja, ist auch normal für die Leute, die sich dann da melden, freiwillig seine Wachen und Schergen, die oben in der Raumstation sind, dass sie sagen, ja, ich weiß, ich werde die Erde so nie wiedersehen, ich komme gerne mit. Warum? Auch nicht. Tante Anna ist letzte Woche gestorben, ja. Im Lotto habe ich auch nicht gewonnen. Was hält mich hier noch? Also, ab ins Weltall zu Hugo Drax. Es ist so. Es ist so. Diese ganzen Pläne sind sowas von unrealistisch, aber das sind für mich die vier geilsten Handlungen mit bei James Bond, weil sie mich als Zuschauer einfach ungemein unterhalten. Ja, das macht diese Filme einfach wirklich spannend und herausragend bei James Bond. Tatsächlich ist es so, Man lebt nur zweimal, ist für mich kein Favorite, wie bei vielen anderen. Ich glaube, auch bei vielen anderen ist Nostalgie ein ganz großer Grund, warum Man lebt nur zweimal immer so weit oben ist. Ich glaube vor allen Dingen aber auch, dieser ausgehöhlte Vulkan, in dem Blofeld haust, ist ein großer Grund mit dieser Schauwert, den viele noch aus ihrer Kindheit haben, als sie vielleicht den Film im Kino gesehen haben oder später dann im Fernsehen zum ersten Mal. Aber das war schon was anderes als Kaiserin Sissi, die auf Franzl trifft in den Bergen von Österreich oder Deutschland. Egal, nehmt irgendwelche Gebirge, wo es sie so rumgekraxelt ist, ja? Es war einfach etwas komplett anderes und trotzdem finde ich das immer wieder geil bei Man lebt nur zweimal, genauso bei Goldfinger, der Plan, ja, unglaublich, wie naiv auf der einen Seite, natürlich in der Realität, aber wie genial für einen Film, so eine Story. Heutzutage würde man auf diese Bond-Filme oben drüber schreiben, Marvel-Abenteuer. Marvel Phase 85. Ja, und dann würde man diese James-Bond-Filme mit diesen unrealistischen, haarsträubenden, verrückten Handlungen drehen und in die Kinos bringen. Einfach nur grandios, wirklich toll, toll. Und ich muss sagen, natürlich, Moonraker hat andere Probleme, aber es ist nicht die Abgehobenheit der Story. Wie gesagt, das macht unglaublich Spaß, das zu sehen. Nur hinterfragen darfst du nichts, ja, so wie ich das gerade gemacht habe. Es ist so unrealistisch, es geht alles überhaupt nicht. Ja, Spion, der mich liebt, einer der besten James-Bond-Filme, die es gibt, genauso wie in Goldfinger. Und Man lebt nur zweimal, lebt für mich tatsächlich zu der Hälfte aus diesem Vulkan. Und diese Fragen, wie Blofeld das überhaupt geschafft hat, unbemerkt mitten in Japan einen Vulkan so zu bearbeiten über Jahre. Denn das muss ja auch Jahre gedauert haben. Ich kann nur sagen, absolut grandios, ganz famos diese Handlung und ich hoffe, es kommt mal wieder ein Bond-Film, der so ist, Leute. Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare und vielleicht werde ich mich in einem der nächsten Videos mal um die langweiligsten Handlungen und langweiligsten Pläne bei James Bond kümmern. Pläne, die die Filme so richtig beliebig machen, austauschbar und gurkenhaft. Schluck Kaffee, Leute. Und dann bin ich gespannt auf eure Kommentare, habe ich schon gesagt. Bleibt gesund und schaut Filme.